etwas haben, da sehen wir auch schon gebannt. Ja, Bart. Aber man muss dazu sagen, ist ein verständlicher Pick. Ja, Afromo auf jeden Fall. Ein Stück weit geschwächt. Fiora ebenfalls draußen. Darshan denkt sich nice. Und auf der anderen Seite Nautilus und Kog'Maw. Also eigentlich sehr verständliche Bands, aber ich habe das Gefühl, aktuell haben wir einfach ein sehr großes Repertoire. Kalista kann ich auch 100% nachvollziehen. Das ist ein sehr andere Band, als wir sie von gestern gewohnt sind. Also gestern, außer halt die Kalista, ist eigentlich alles... ja gut, Kalista Kog'Maw ist relativ normal, sage ich mal. Die Fiora hat man auch ab und zu gesehen, aber Fiora war eher so, lassen wir offen in den meisten Fällen. Und man hat dann auch irgendwie Antworten dagegen gefunden, gerade mit dem Twisted Fate. SKT entscheidet sich jetzt dagegen, das zu bannen. Dafür das zu bannen. Und Lulu ist offen. Oh ja, Lulu ist offen. Das ist richtig. Aber wirklich, aber Nidalee, ja, sondern Nidalee wird echt priorisiert. Ja. Ja. Wahnsinn. Das zeigt, wie unfassbar stark Nidalee eigentlich ist. Wenn sie ein koreanisches Team über eine Lulu instant First Pick, ja? Nidalee, Login. Du musst aber auch sagen, Nidalee wurde in Korea wirklich, immer wenn sie offen war, ja, wurde sie wirklich priorisiert und sofort angegangen. Und sie hat auch immer richtig gut performt damit. Und ich kann dir genau versprechen, was passieren würde, wenn Lulu jetzt weggepickt werden würde. Sie haben nicht Alistair Lulu genommen? Okay. Meine Lulu ist auch immer offen. Ich denke, den Lucian zu securen ist okay, weil... Naja, gut, weil, der, naja gut, es bleibt halt Lucian Ezreal übrig. Wenn man den Lucian haben will, dann kann man das tun. Das ist auch interessant. Ich glaube ehrlich gesagt nicht mal unbedingt, dass Darshan auf die Poppy angewiesen ist, sondern ich könnte mir wirklich vorstellen, dass X-Mivy sie vielleicht im Jungle spielen möchte. Weil, wenn du jetzt die Lulu offen lässt, das ist wirklich ein kritischer Punkt. Aber du musst halt auch sagen, oh, jetzt noch ein Braum dazu. Das könnte wirklich dazu führen, dass man eventuell eine Hyper-Carry auf Bang sieht. Oh, ja. Das Lulu. War so, du musst Lulu an der Stelle eigentlich rauspicken. Auch mal eine sehr gute Idee. Erstens nicht nur, dass er gegen Lucian stark ist, sondern die Ulti-Mechanik und der Schild, das harmoniert einfach optisch schon wunderbar. Du musst einfach mal jetzt auch die Synergy sehen. Du hast eine Lulu, die kann early die Mitte drücken. Und was passiert, wenn du die Mitte drückst? Du öffnest quasi den gegnerischen Jungle für deine Nidalee, dass die halt sehr aggressiv spielen kann. Ja. Und das kann sie jetzt voll ausnutzen und das kann sehr schwierig werden. Ich meine, ich denke, wir werden Hugi wahrscheinlich auf dem Corki sehen. Corki funktioniert relativ gut. Nee, Corki ist gebannt. Oh, Corki ist gebannt. Nee, dann werden wir nicht auf Corki sehen. Dann könnte es wirklich schwierig werden. Ich denke, er könnte eine LeBlanc spielen, er könnte irgendwie einen Utility-Pick spielen, irgendwie sowas. Würdest du einen Assassin favorisieren, wenn die Lulu im Team ist? Nee, auf keinen Fall. Also ich würde, wenn ich CLG wäre, keine Assassin picken. Also, ich meine, um das mal klarzustellen, ja, LeBlanc ist eine AP-Assassin, aber sie kann auch andere Dinge. Also sie hat trotzdem halt eine starke Laning-Phase, sie hat CC, sie hat Gang, also sie bringt viel Gang-Pressure, weil sie sehr gut Gangs vorbereiten kann. Und sie hat auch gleichzeitig Poke, weil sie immer mit dem W reinspringen kann, Q-Ulti-Q. Und dann, wenn sie den E trifft, dann ist komplett RIP. Aber du kannst dann halt wieder rausgehen und das kannst du alle 15 Sekunden machen. Das heißt, sie ist zwar eine AP-Assassin, aber gleichzeitig auch so ein bisschen ein Poke-Champ. Okay. Von daher, sie ist halt nicht nur eine AP-Assassin. Und deshalb würde ich sie nicht nur darunter einstufen und finde sie auch da vollkommen okay. Ist klar. Gragas und Thresh sind auch dabei, Thresh und der gut. Also Alistair halt gar nicht gepickt, das finde ich halt echt seltsam. Aber ist in Ordnung. Thresh da favorisiert für CLG, kann mit Lucian eine gute Synergie aufbauen. Gragas und Poppy, da hat man auf jeden Fall eine gestörte Frontline. Die kannst du definitiv benutzen. Trundle nun ein Stück weit als Antwort und Ezreal. Ne? Ezreal Lucian haben wir gestern eine Bazillion Mal gesehen. Ne? Das ist wirklich nichts Ungewöhnliches. Die Frage ist, kommt jetzt die LeBlanc? Oder will man vielleicht etwas Control-Mage-lastiges? Ich meine, LeBlanc wäre halt für ihn wirklich ein Comfort-Pick, aber ich kann mir nicht vorstellen. Ich meine, gegen Lulu ist sie ganz okay auf der Lane, da kannst du nichts gegen sagen. Aber du hast halt einen Trundle, der dich sehr gut punishen kann, indem er zum Beispiel einfach einen Pillar auf deine Ausgangsposition stellt. Und du hast halt einfach so viele Sachen, die dagegen sprechen. Braum, der einfach deine ganze Kombination abfangen kann mit einem Schild. So, das juckt ihn auch relativ wenig. Also ich denke, Lux ist hier der wesentlich bessere Pick. Finde ich gut, dass er sich ja nicht für die LeBlanc entscheidet. Und all in all haben sie eigentlich ein gutes Team zusammengestellt. Sie haben halt einen guten Engage mit Gragas und Poppy. Sie haben halt eine kontinuierlich starke Midlane, wenn du so willst, mit Lux. Lux wird da nicht viel passieren. Auch gegen Lulu kannst du ab Level 6, 7 kannst du auf jeden Fall den gleichen Druck entgegenbringen. Aber das ist, glaube ich, so der Punkt. Im Early bist du mit Lux, was die Mavclear angeht, nicht ganz so schnell dabei. Weil ein bisschen, ja. Du müsstest auch theoretisch immer deine Passive auf die ganzen Minions noch durchtriggern und so weiter. Lulu ist mit dem Q natürlich sehr viel schneller bei dem Mavclear dabei und das wird im Jungle halt eine Menge öffnen. Aber auch Gragas sollte man nicht unterschätzen in diesem Matchup. Wir haben es vorhin auch angesprochen. Du hast gesagt, du würdest so gerne halt heute Gragas sehen. Nidalee war klar, dass er in den heutigen Matchups priorisiert werden wird, wenn sie nicht gebannt ist. Aber dieses Matchup jetzt zu sehen, Nidalee gegen Gragas, finde ich schön gepickt. Auch von beiden Teams, super Reaktion. Das war auch ein bisschen zu erwarten. Ich meine, das sind die zwei stärksten Jungler, die waren beide offen, die muss man auch picken. Nidalee sogar der First Pick, haben die Priorität drauf gesehen. Ich will noch ein bisschen darauf eingehen, warum Lulu open gelassen wurde. Das haben sie eigentlich relativ clever gemacht auf der Seite von CLG. Sie haben
die ganzen AD Carries gebannt. Also Kog'Maw war draußen, Kalista war draußen, Corki war draußen. Und übrig geblieben sind Lucian und Ezreal, so als ja, normale Picks, die man bedenken würde. Vielleicht noch die Caitlyn, wobei ich bei Caitlyn, ich finde sie jetzt nicht so gut. Ich würde eher sagen, Lucian und Ezreal sind so die besseren. Und ich denke, Lulu hat relativ, also mit all diesen AD Carries, die ich gerade aufgezählt habe, diese fünf, hat sie mit Ezreal am wenigsten Synergy. Und ich denke, das ist so ein bisschen der Plan, was den CLG hatte. Dass sie sagen, okay, die Lulu können wir offen lassen. Vollkommen egal. Und wenn das eine Lulu Ezreal ist, ist es nicht so scary, wie wir uns das vorstellen. Wobei man dann auch gleichzeitig aber wieder sagen muss, wir haben Faker auf Lulu. Und Faker ist dafür bekannt, dass er Lulu nicht so spielt, wie es andere spielen. Denn normalerweise spielt man Lulu so, man will passiv und safe spielen. Ja. Und dann seinen AD Carry komplett ausrasten lassen. Faker rastet selbst auf Lulu aus und macht ihn selbst zum Carry. Von daher, ich bin gespannt, wie sich das Ganze ausspielt. Wir sind jetzt im Spiel. Ja, aber nicht nur das. Man darf einfach bei Lulu nicht vergessen, es gibt zwar diese Hyper-Carry-Comps, aber das muss nicht heißen, dass du halt den Hyper-Carry als AD-Carry verwenden musst. Und ich finde halt diese Trundle-Kombination, diese Trundle-Lulu-Kombination fürs Late-Game auch sehr, sehr scary. Wenn du einen Trundle hast, der mit Movement-Speed und einem Pillar halt in deine eigene Backline quasi reingeht, ist es ziemlich schwierig, auch für einen Lucian da zu kiten. Und der Pillar, wenn du wirklich schnell rankommst, sehr, sehr gefährlich, auch für den Lux, die ja sehr weit im Backline stehen kann, sehr safe stehen kann, aber die auch selber immobil ist. Also ich glaube, da musst du aufpassen, dass du halt mit dieser Trundle-Hyper-Carry-Kombination quasi nicht Gefahr läufst, davon aufs Korn genommen zu werden. Gleich Hyper-Trundle. Das hat der Chat auch so ein kleines bisschen schon hervorgerufen und gesagt, es ist einfach räudig, wenn der Trundle riesengroß wird, weil er Poppy oder den Kollegen Gragas ultet und dann einfach reinsteuert, weil ich denke, Lucian wird klarkommen, aber Lux kannst du knicken. Lux ist einfach so, der wie Viktor oder TF ist brutal unmobil und der beißt dir einfach einen Schädel ab. Laneswap kommt jetzt hier durch. Also SKT da mit dem guten SW oben. Supporter, beide am Nerven. Ich denke, ehrlich gesagt, dass also mir gefällt so ein bisschen die Kombination von SKT besser, was Teamfights angeht. Sie haben die Möglichkeit, lange am Leben zu bleiben. So, Trundle-Ulti natürlich. Die Trundle-Ulti, habt ihr gerade schon gesagt, synergiert super, super gut mit der Lulu-Ulti, weil du halt... Oh, wir sehen hier einen Gegner mit Lane. Das ist bitter. Er wollte nach unten laufen. Jetzt aber natürlich noch der gute Afromu am Start. Hat ihn ja mal angezündet, aber es... Ah, oh, das E wurde jetzt geflasht. Das war wichtig. Das hätte... Da hätte Hui auch geflasht hinterher mit dem Auto-Attack und den Kill gekriegt. Schön gemacht. Also von beiden so ein bisschen. Afromu sofort reagiert. Also... Das muss man so ein bisschen machen, wenn man ein Supporter ist, dann muss man natürlich über die Map roamen, gerade in einem Competitive-Spiel, in Laneswaps, das ist wichtig, dass du immer weißt, was der gegnerische Supporter macht. Und das hat er hier schön predicted, den Gank, den Early Roam hat er praktisch gecountert und so den Flash von Faker bekommen, sodass er wesentlich passiver spielen muss jetzt. Und nimmt so natürlich Druck von Hui runter und das wird natürlich weiterhelfen. Wir sehen hier aber jetzt den ganz standardmäßigen Laneswap. Ich würde gerne noch das, was ich gerade wollte, bevor der Gang kam, ein bisschen zu Ende bringen. Ich denke, wie gesagt, dass SKT super lange überleben kann. Sie haben die Braunschild und die Lulu-Ulti synergiert natürlich doppelt gut mit der Trundle-Ulti, weil die Trundle-Ulti sehr, sehr viele Resistances gibt. Und wenn man dann natürlich Max Health gibt und dann so ein Mix, also so eine richtig gute Mischung aus viel Resistances und Leben, das ist dann einfach... GG, so, du wirst echt lange brauchen, um ihn zu töten, gerade mit einem Lucian und mit einer Lux, die dann nicht so viel Schaden hat. Deshalb gefällt mir auch der Lux-Pick ihr gerade nicht so gut, aber es ist natürlich immer eine safe Sache in der Midlane. Ja, die Frage ist, was hätte es halt sonst nehmen sollen? Er ist in seinem Champion-Pool oder in seinen Comfort-Champions. Corki wäre draußen. LeBlanc ist das nächste, was er halt super priorisiert. Und bei Lux kannst du halt nicht viel falsch machen. Und ich muss sagen, ich gebe dir recht, ich finde diese SKT-Kombination halt richtig schön. Sie haben auf der einen Seite halt so eine Art Poke-Comp. Meine Lulu kannst du auch so ein bisschen poken, nicht sehr long-range, aber du hast Nidalee und du hast Ezreal, die halt im Late-Game super nervig werden. Du hast Disengage mit Braum und auch Trundle zum Disengage ja nicht schlecht. Ne? Ja. Einfach den Pillar quasi vor die Gegner gestellt. Und auf der anderen Seite hast du auch, wenn du in diese All-In-Situation kommst mit Darshan und mit XMV, wenn die da wirklich gut ins Team kommen, hast du halt trotzdem noch die Möglichkeit mit einem Trundle und mit einem Ezreal so eine Art All-In-Fight zu fighten. Auch mit der Lulu natürlich. Also das ist eine sehr, 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 sehr
wie soll ich sagen, variable Teamkombination. Du kannst sehr, sehr viel mit diesen Picks anstellen. Und natürlich, diese Lulu trägt, glaube ich, am meisten dazu bei. Sie ist halt so flexibel. Ne? Du kannst ihn in so vielen Situationen sehr effektiv einsetzen. Passiv, aggressiv, dass du wirklich deine Leute da raushelfen kannst, dass du deine Leute einfach bloß buffen kannst. Und das, finde ich, ist bei SKT wirklich sehr, sehr intelligent gepickt. Sie müssen aber trotzdem vorsichtig sein. Also CLG hat auch eine Komposition, die auch sehr in dein Face reingeht. Also man hat Gragas, man hat Poppy, Lux hat einen guten Follow-up mit dem Laser, mit dem Niedermähen. Also wenn einmal jemand erwischt wird, kann CLG, glaube ich, die Leute tot CC'en. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den man beachten sollte und den auch eine Komposition einfach mit diesen Picks gut durchbringen kann. Ich glaube, dass CLG, was die Eröffnung angeht, 48 Mal schneller ist und wuchtiger. Und du musst auch, das ein Stück weit auslösen. Du musst aber auch sehen, um eine gute Eröffnung zu haben, müssen sie halt in eine Flanking-Position kommen. Also sie werden das wahrscheinlich niemals diese direkte Eröffnung schaffen. So, dazu sollten zumindest SKT in der Lage sein, sich gut zu positionieren. Und wenn sie halt gut worden und der Flank nicht möglich ist, dann haben sie halt schlechte Möglichkeiten, das wirklich zu eröffnen. Und das ist halt wirklich bei allen dreien, ist es irgendwo die Condition. Ne? Du willst mit Poppy musst du in die Flanke kommen, du musst auch mit Gragas an der Stelle in die Flanke kommen. Oder auch Lux ist ja so ein Champion, wo du dich ganz gerne in so einer No-Vision-Zone in einer Flanke aufhältst, einfach um so ein Binding zu treffen und dann Carry One-Shotten zu können. Und das kommt wirklich darauf an, wie sie es da umsetzen können. Ja, wie du eben schon gesagt hast, die Vision ist bei sowas ganz, ganz wichtig. Und ich denke, das ist etwas, worauf man auf jeden Fall achten muss, wie sich CLG dabei schlägt. Die Koreaner sind natürlich was so eine Strategie. Also, ich meine, Warding und Vision Denial ist einfach so eine Grundstrategie-Mechanik. So, die ist in jedem Spiel dabei. Aber die Koreaner sind natürlich unfassbar gut damit. Speziell SKT, so sie haben. Oh, das war ziemlich knapp. Leicht hier NA-lastig, aber SKT berechnet das wunderbar. Aber, wie gesagt, so die Koreaner sind einfach super gut dagegen. Ich frage mich, wie sich CLG dagegen schlagen wird und ob sie wirklich die Vision sehr, sehr gut aufbauen und dann auch wirklich entfernen von SKT, damit sie eben diese Flanks, die sie unbedingt brauchen, hinkriegen. Und wir sehen jetzt hier, S-Bangs vielleicht ein bisschen overextended. Der Gragas kommt hier jetzt auch rein. Oh, und TP kommt auch. Aber da stand viel Leben und wollte nicht outplayen. First Blood TP. Und meine Team ist abgebrochen. So wurde gesagt, nope, der ist tot, da kann ich nichts mehr machen. Und Lux wäre halt in einer 2 gegen 1 Situation gelandet. Schön reagiert, viele TPs benutzt. Darshan aber down. Hat auch sein E. Ich bin mir sicher, ob das E bewusst auf einem Minion war, um hinter ihn zu kommen oder sowas. Er hat aber definitiv auf Schaden verzichtet. Muss aber an der Stelle auch sagen, SKT hat halt zwei TPs gleichzeitig benutzt. Also Duke und Faker waren halt beide unterwegs. Auf der anderen Seite hat man jetzt Darshan, der halt das TP noch abhat. Und man hat den Kill zwar abgegeben, aber man sollte, glaube ich, diese TP-Vorteilsituation auch nicht unterschätzen. Richtig. Aber die muss auch ausgespielt werden. Also es ist zwar schön, dass du es hast, aber nicht zu nutzen wäre natürlich auch tragisch. Und es ist immer noch dieser Lane-Stop mit 4 Turrets. Jetzt benutzt er ihn, um sie zu vertreiben. Also TP für einen Turret getauscht. Oh, richtig! Hui wurde nicht getroffen, also nicht verlangsamt. Wurf kann mit dem Schild natürlich arbeiten. Und wenn sie den Botlane-Turret bekommen, eine 3-2-Situation erzeugen in den Turm, hat CLG hier einen guten Job gemacht. Also man muss natürlich sagen, dass Bang jetzt eine unfassbar riesige Wave in den Turm laufen lässt. Ja, CLG hat jetzt einen Turmvorteil, aber ich würde das nicht so stark aufwiegen in diesem Spiel, weil einfach eine super große Wave einfach verloren geht im Turm. Wobei da schon sogar ein bisschen was davon bekommt, da ist er wirklich schnell genug zurückgegangen. Also war letzten Endes nicht schlecht gemacht von CLG auf jeden Fall, aber bei diesem Gang hat da schon misplayed, so das hätte ein Kill für sie sein können, weil, naja, er ist einfach viel zu früh reingegangen, so er wurde einfach vom Ezreal getötet. Oh, schön bevor gemacht, er kommt danach dem Flash noch hinterher! Duke ist down! Wichtig gemacht, gut gemacht von Afromu hier. Starker Hook an der Stelle auf jeden Fall. Und also ich glaube, Darshan hätte da, sie haben die Situation einfach missplayed. Weil du musst immer berechnen, sie hätten maximal, wenn die Ports erst dazugekommen wären und wenn es auch hinausgezögert hätte, hätten sie halt trotzdem die 2 gegen 3 Situationen gehabt. Weil es war halt Ezreal, der mit ihm auf Lane gefightet hat und es waren halt Duke und Faker, die dazukamen und auf der anderen Seite war es halt bloß Huhi, der da noch irgendwie hinterher porten könnte. Also ich glaube, das war allgemein so eine Situation, wo sich CLG vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt hat, einfach weil der Ezreal halt derjenige war, der da am Splitten war. Wobei sie dann wirklich gut mit dem TP reagiert haben, das will ich ihnen auf keinen Fall absprechen. Ja. Wieso haben die jetzt überhaupt den... Also ich dachte, Korea macht nicht den Herald. Die haben jetzt ziemlich viel Zeit da verbraucht. Die haben dann natürlich auch nicht helfen entsprechend, aber sie hatten vielleicht auch nichts anderes zu tun, oder? Genau, das wollte ich gerade sagen. Also, wenn du halt keine andere Wahl hast, dann... letzten Endes. Ich bin nur, also wir haben ja ganz, ganz viel über Jungler und gerade speziell Nidalee und Gragas, die beide hier gepickt wurden, geredet. Gerade die Nidalee als First Pick. Wir haben natürlich Blank, der hier als
ja, frischer Jungler, um Erfahrung praktisch auf internationaler Ebene zu sammeln, reingekommen ist. Und ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen enttäuscht, weil er macht wirklich relativ wenig in diesem Game. Ich meine, er wird sogar outfarmed als Nierle. Das darf wirklich nicht passieren. Und er hat auch überhaupt gar keinen guten Druck. Also ich habe ihn jetzt schon die letzten Minuten so ein bisschen verfolgt, was Minimap-Movement angeht. Und er hat sich so gut wie gar nicht im gegnerischen Jungle aufgehalten. Also, muss aber auch sagen, dieser Flash, der early von Faker in der Mitte geforst wurde, wodurch er auch keinen Druck aufbauen konnte, spielt da natürlich eine sehr, sehr große Rolle bei. Ich denke aber, eine Nidalee kann locker trotzdem invaden, weil eine Lux eine Nidalee niemals catchen kann. Das ist eine andere Sache, wenn dann in der Midlane eine LeBlanc steht, die kann eine Nidalee mehr punishen. Aber wenn die Nidalee selbst Flash hat, dann kann sie da locker reingehen. Auch wenn da eine Lux in der Midlane ist, die einen Flash hat. Faker, wie gesagt, auch wenn er da nicht so viel Druck aufbauen kann, eben weil er das Flash nicht hat. Und wir sehen hier einen Hook. Supportal Battles schon seit 2 Stunden hier um den Pink Ward. Stixey konnte aber den nicht mal kriegen wegen dem Schild. Jetzt haben wir eine kurze Counter-Jungle-Aktion gesehen. Blank hat jetzt den Blue Buff gemobst. Also da X-Midi so ein Stück weit nerven können. Vision da auch entsprechend aufgebaut. Zuerst haben sie den ganzen nördlichen Jungle abgedeckt, also SKT, jetzt den ganzen südlichen, um da auch den Blue Buff zu bekommen. Also ein bisschen transformiert er sich zur Nidalee, aber vielleicht, ich will nicht sagen zu spät, aber es gab Situationen, wo Nidalee jetzt schon doppelten Farm gehabt hätte. Ja. Und nicht doppelten, aber auf jeden Fall um einiges mehr. Ja. Und ich denke, ja, wenn du Nidalee pickst, dann kannst du das auch schaffen. Also es ist jetzt nicht so, dass Blank nicht hätte viel weiter, dass es unmöglich gewesen wäre, dass er weiter vorne liegt. Er könnte diesen Lead machen. Vielleicht, ich meine, es ist natürlich sein erstes Spiel, Nervosität kann da reinkommen. Er spielt vielleicht nicht mit so, also er ist vielleicht ein bisschen ängstlich und will da vielleicht nicht so tief reingehen. Aber ich denke, wenn du die Nidalee so sofort first pickst, dann muss da schon ein bisschen mehr kommen. Also ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Wir werden natürlich sehen, wie er weiter performt. Du musst aber auch dazu sagen, in Korea ist Nidalee eigentlich fast Permaban. Das heißt, die Practice, die du quasi auf dem Champion hast und die Erfahrung, die du auf dem Champion sammeln kannst, ist relativ limitiert. Und das spielt sicherlich auch so eine kleine Rolle, dass er sich da vielleicht nicht ganz so sicher ist, wann kann ich wie weit gehen, und da er die passive Rolle sucht. Und jetzt sehen wir hier, dieser Wave-Clear bei Lux. Einfach ja. Laser in die Wave, eh reingehauen. In dem ersten Item ist es wunderbar. Vor allem jetzt auch viel Cooldown Reduction drauf. Hat sich auch für eine Athens entschieden, kein Morellos oder so. Morellos wäre, denke ich, gar nicht so schlecht gegen Trundle gewesen. Trundle heilt wirklich unglaublich viel. Auch die Ultimate zählt mehr oder weniger als und hier. Hier ist ganz interessant, dass wir das Support-Item seit langem mal wieder in der Mitte sehen. Aber ich denke, es ist in dem Matchup halt richtig schön. Du hast den Trundle-Pillar, der halt super als Catch gegen Lux funktioniert. Und wenn sie halt geslowt ist von diesen Geistern, kommen sie halt auch nicht weg. Das heißt, du hast einen richtig, richtig schönen Engage, um auch an den Lux ranzukommen. Egal, wie weit sie hinten steht. Diese, ich meine, das sind 4 Sekunden maximal, die Geister slowen. Und 2 Sekunden, glaube ich, minimal. 5 sogar. Stimmt, das hatten sie mal gebufft. Ne? Maximale Range bis zur Maximal Range bis 5 Sekunden. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die Geister kommen an, du bist 5 Sekunden geslowt. Irgendwo kommt ein Trundle, der halt mit Movement Speed auf dich zugerannt kommt. Und dann steht noch ein Pillar hinter dir. So, dann, selbst wenn du, glaube ich, das Binding triffst gegen einen Trundle, wenn der die Speed Boots hat, die Boots of Swiftness, dann kommt der halt trotzdem ran. Und da muss Lux halt sehr, sehr aufpassen. Finde ich goldrichtig für Faker hier die Entscheidung. Wobei man sagen muss, dass so ein Faker eine eigene Sache von Faker ist. Er baut dieses Item immer auf Lulu. Also man sieht ihn wirklich immer mit dem Frost Queens Claim. Und er performt dann auch wirklich gut. Also nimmt dann auch noch die Cooldown Reduction Schuhe und geht dann meistens auf den Lich Bane. Also wenn, ja, es wird wahrscheinlich ein Lich Bane, so wir sehen dann schon den Saphirkristall im Inventar von ihm. Und das gibt ihm halt die Möglichkeit, sehr, sehr schnell 30% CDR zu bekommen und sehr, sehr viel On-Shield-Schaden zu machen mit diesem E-Auto-Attack-Q-Kombo, wo dann auch instant das Standard geprockt wird, dann super viel Burst-Schaden kommt und der natürlich auch mobiler ist. Das ist natürlich... Da ist der Laser durchgekommen. Faker hat aber noch seine Ultimate. Ja, kann auch nochmal rauswimsen. Also ich muss hier noch dazu sagen, es ist eine gesunde Mischung aus einem Support-lastigen Bild und doch ein bisschen Damage. Ja. Ich denke aber, darunter leidet definitiv die Ult. Die Ult und die Schilde sind jetzt auf dem schwächsten Niveau. Lich Bane gibt vergleichsweise ähnliche AP, Frost Queen auch. Es ist sehr unterstützend, sehr über die Masse regeln, sage ich mal. Aber ich finde, er muss mich von diesem Bild noch so ein Stück weit überzeugen. Ich meine, es kommt drauf an, die Ultimate in den Stats selber leidet vielleicht, aber du hast sie halt öfter zur Verfügung. Das heißt, du hast öfter Situationen, in denen du sie halt verwenden kannst. Das kann man so ein bisschen gegen. Ja, aber da muss ja die ganze gefightet werden, so. Das ist, muss man auch nochmal bedenken. Aber was ich wichtig finde, sie gehen halt damit aus so ein sehr, sehr catch-lastiges Bild. Und schön halt gemacht. Du hast halt mit dem Lich Bane gleichzeitig auch die Möglichkeit, die Turrets halt wesentlich schneller zu pushen. Das heißt, wenn du einen Catch bekommst, kannst du halt sofort Schlag auf Schlag ein Objective danach forcieren und kannst halt einfach durchpushen, was natürlich auch sehr, sehr wichtig bei diesem Bild ist. Ja, das stimmt. Ich denke, also, welchen Punkt man nicht vergessen darf, ist, dass wenn man das Frost Queens Claim baut, man auch viel, viel schneller an seine anderen Items rankommt. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wenn man jetzt, dass man anstatt dem Frost Queens Claim jetzt ein Morello oder so hätte. So, erstens
kriegst du das Item schneller, so ist es einfach billiger. Und du kriegst dann deine weiteren Items, kriegst du auch nochmal schneller, weil du mehr Gold generierst. Und mit Lulu kriegst du wirklich dieses Deck sehr sicher und sehr leicht abgebaut. Aber hier sehen wir einen Ketchup Smithy. Fast. Oh, der sperrt sogar noch. Gesetzte Flash dafür. Hab provoziert Was natürlich. Ab! Ah, alles klar. Da bleibt sogar das Bild stehen. Ja. Ja, da sagt man und da sind wir plötzlich bei den Spielern. Max Blatt. Eindeutig Max Blatt. Aber ich glaube, er hätte nochmal den Bauchraum oder sowas zur Verfügung gehabt. Zumindest hat er sehr schnell seine Position gewechselt. Na, und nochmal zur Mechanik. So, wir sind ja hier auf den Clean Feed angewiesen. Das bedeutet, wir kriegen ja quasi ein Signal von der ESL gesendet. Das Game ist jetzt wirklich pausiert, ne, wenn ich es richtig gesehen habe. Und jetzt kommt wieder dieses Klavier. Ja, ja, das ist so wunderschön jedes Mal. Aber es ist so stotternd, ne? Das ist so ganz seltsam. Du hast immer die Klaviertöne. Oh, wobei. Nein, es ist immer noch nicht durchgehend. Und das Lied ist einfach so weird. Wow, das ist, also ich muss sagen, vom Pace macht das überhaupt keinen Sinn. Auch weißt du, wenn ich jetzt einen Pausenscreen wäre, würde ich das okay finden. Aber jetzt einfach hier. Ja, das ist einfach der Kontrast. Du willst einfach Höhenspannungen schaffen und du willst halt irgendwo dabei wieder die Zuschauer down bringen. Du willst halt damit einfach diesen Kontrast erzeugen und alles ein bisschen hypen. Alter, ich glaube, das ist der Sinn dahinter. Aber ob es wirklich funktioniert, das mag ich mal zu bezweifeln. Ich denke die ganze Zeit so, ist das, fängt jetzt eine Doku an, weißt du? Ja. Reden jetzt über Darshan, den Toplaner. Wieso hat er sich umbenannt, weißt du? GG. Das ist schon sehr, sehr verwirrend. Aber Fakt ist, dass sich CLG trotzdem insgesamt sehr gut hält. Na, man hat ja immer wieder diesen Namen SKT1 im Kopf und denkt sich, oh, die werden jetzt gleich zerstört werden. Aber muss auch an die Worlds denken. Da war es auch so. SKTs Gegner, gehalten. Ein falscher Moment, ein Fail, 4 Turrets verloren. Ja. Die sind da wirklich knallhart. Man hat das so ein bisschen bei Ever gesehen. Ein Fail von TSM und das Game ist over. Und Ever ist ein Challenger-Series-Team in Korea. Also, das zeigt so ein bisschen, wie knallhart die da wirklich die Fehler bestrafen. Ich denke, das wird sich nie ändern. Also, SKT ist einfach so gut darin, Fehler auszunutzen und wahrscheinlich eines der besten Teams in der ganzen Welt, um das zu tun. Das Einzige, was vielleicht noch besser ist, ist ROX Tigers. Ansonsten würde ich wirklich die Hierarchie gerade von wirklich allen Teams in der ganzen Welt so stellen, dass ich sagen würde, SKT ist knapp unter ROX Tigers. Es geht weiter, wir haben hier sehen wir nochmal. Ach, das war der erste Kill. Genau. Also hier sehen wir halt nochmal den ersten Kill. Also, das war einfach von Darshan nicht gut gemacht. So, erstens, er dasht dann 5 Millionen Minions rein und versucht dann den Ezreal zu fighten. Und Gragas war noch nicht mal ansatzweise da. Das heißt, er müsste einfach, also wenn sie diesen Play machen wollen, dann müsste er lang genug warten, bis der Gragas wirklich schon auf der Lane praktisch steht. Aber er geht rein und Gragas ist noch so weit weg, dass Darshan stirbt, bevor Gragas irgendwie in die Nähe kommt. Es war seltsam abgesprochen, weil Gragas hat wirklich angefangen, den Ward auch zu clearen. So. Er hat ja schon, glaube ich, ein, zwei Autotakes drauf gemacht. Und das ist ja für mich so das Kommando, irgendjemand muss halt zu früh gesagt haben, ich gehe rein. Oder er hat halt nichts gesagt. Und, ja, das wäre natürlich der schlechteste Fall. Aber wir wissen natürlich nicht, was genau passiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht X-Smithy gesagt hat, lass rausgehen, wir nehmen den Wardman, gehen raus, weil wir ihn eh nicht töten können. Es sind so viele Minions und die TPs sind da. No. Aber ansonsten. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass man diese TPs an der Stelle nicht vergisst und du einfach eine TP-Nachfallsituation hast, weil Darshan selber könnte zwar auch nochmal porten, aber es könnte dann zwei andere Leute im gegnerischen Team porten und du willst halt nie einen Fight mit einem Mann weniger quasi kämpfen. Ja. Aber es geht jetzt weiter. Die zweite Herald wurde außerdem gemacht. Also ja. SKT da definitiv hinterher. Den Herald-Buff heißt aber natürlich auch in irgendeiner Form zu nutzen. Also eine Vasallenwelle schon gestackt zu haben. Bang! Starker Hook nochmal, zack, niedergemäht! Wolf war nicht zur Stelle, Faker auch auf einer ganz anderen Lane. Und da sieht man es, ne? Ein kleiner Fehler, gecatcht worden. Aber keine Folgeerscheinung. Noch nicht zumindest. Kill ist schön. Den Turret werden sie aber nicht bekommen dafür. Ja, aber du hast Poppy, die gerade auf der Top-Lane drückt. Und es sind halt komplett den Druck auf der ganzen Map weg. Man muss jetzt halt bloß ein bisschen clever rotieren. Ich meine, was willst du großartig machen? Den Turret kannst du nicht forcen, solange Lulu noch da ist. Die haut zwei Qs in die Wave rein, wenn die vom Turret stehen. Und da kommst du halt ganz, ganz schlecht bloß ran. Die ganze Lux-Kombination ist gerade raus, das heißt noch ein Catch. Ja, obwohl mit einem guten Binding und noch einem Follow-Up-Hook wird es knapp, aber auch an der Stelle, Stixey war komplett out of Mana. Das heißt, er wird dann nicht mehr großartig Follow-Upen können. Es ist okay, dass man einen Kill bekommen hat und ich denke, es ist auch okay, dass man da jetzt kein großartiges Objective draus ziehen konnte. Es ist halt nicht immer möglich, auch wenn wir es gerne sehen würden. Ja, witziges Lux hat die Ult schon wieder zur Verfügung. So. Das ist halt das Bild. Ja. Rotation raus, ja, ich hab sie wieder. Ja. Sofort den Engage drauf. Ich muss ehrlich sagen, mich hat es ein bisschen überrascht, dass er es getroffen hat. Ich meine, Ezreal hat noch sein E-Spell und ich fand auch, das sah zuerst gar nicht so aus, als ob das treffen würde, hat es aber dann doch. Also war ein schönes Binding von Hui
Und er ist da komplett reingelaufen und dann ist dann halt dafür gestorben. Letzten Endes sind Kills natürlich nicht so viel wert, wenn man kein Objective daraus zieht. Aber alles in allem, oh, wir sehen, wie Duke einfach mit seiner Ulti komplett da schon zerlegt. Schöner Flash. Und das war eine kleine Panic-Ult. Oh, vielleicht doch nicht. Gut. Tschüss, Baum. Fast noch im Pit gelandet. Aber er ist safe, er hat überlebt, er hat Flash benutzt. Das ist halt auch noch so ein Faktor, warum Trundle eigentlich extrem gut gepickt ist. Ne? Er hat einen tanky Toplaner gegen sich, den er später einfach ultimaten kann und rennt dann halt quasi mit den Lulu-Buffs einfach in die Finger rein. Der ist quasi untötbar und hat trotzdem Schaden. Ja, hat auch hier die Titanic-Variante auch gewählt. Also gibt ja wirklich verschiedenste Item-Builds. Und die Laterne, die ist ganz schön weit nach vorne geworfen. So. Muss er erst in den Schaden reinlaufen. Und nix Midi. Der ist bei sich. Nimmt hier so viel er kann. Der Farm ist halt immer noch ausgeglichen. Das ist so weird. Ich finde es gerade relativ schön, dass ich SKT so ein bisschen Gold dadurch einfach durch diese Itemwahl von Faker erkämpft, weil ich achte gerade so ein bisschen drauf, wie oft er diese Stacks abbaut und so weiter. Ich meine, gerade ist auf der Botlane da nicht, aber als er in der Midlane war, hat er immer wieder E auf den Mini gemacht und dann Q auf den Gegner und dann hat er immer einen Stack abgebaut und das hat er die ganze Zeit gemacht. Teleport kommt. Oh, die Laterne ist schon mal drauf. Hui, wartet auf die. Okay, Hui lässt sich einfach töten. X-Midi ist ebenfalls zur Stelle, zack, das Fass bringt Chaos rein. Afromo ist nun der Nächste, der fokussiert wird. Ihn hier lebend rauszubekommen, wird unmöglich werden. Dritter Stack ist raus, zack, da ist er down. Also, da hat sich Hui ganz schön auf die Laterne verlassen oder sie hat ihn gebaitet. Hätte viel früher alles flashen können, um jetzt ein bisschen sicher zu sein. X-Midi konnte mit dem Fass auch nichts machen und da sieht man es, ne? Zwei Leute geholt und das Punishment wird eventuell im Turret sein. Zumindest ein bisschen in Schaden. Da stand er noch keine Ultimate zur Verfügung. Kann also die Leute nicht einfach wegbolzen. Aber man muss auch sagen, das war sehr, sehr schön vorbereitet von SKT. Sie haben halt diese Deepbot in den Blick gestellt und haben halt sofort mit dem Doppel-TP reagiert. Wenn da halt zwei Leute auf einmal hinter dir stehen, da kommst du halt nicht weg. Und Hui war halt schon so weit drin. Ich weiß nicht mal, ob der Flash ihm geholfen hätte. Vielleicht wäre er wirklich mit Flash-Lantern vom Wehre. TP-Gank von der Lux. Das Binding katastrophal. Das E ging auch daneben. Ultimate hat er wieder zur Verfügung. Ja. Aber ja, das ist halt Lux. Tele-Ganks sind jetzt nicht so der Knaller. War Faker auch an der Stelle noch mit Flash zur Stelle. Also durchaus sicher. Oh mein Gott! Der Schaden! Und er hatte noch Flash zur Verfügung gehabt. Das ist bitter. Er ist gerade gedasht. Er ist genau reingedasht. Er hat einfach nicht mit gerechnet. Oh mein Gott. Wow. Das ist wirklich RIP. Muss auch sagen, da war gerade Faker 1 gegen 4. TPen auf ihn drauf und der sidesuppt einfach alles. Ich meine, Lulu ist schnell. Das stimmt. Aber war natürlich gut gemacht von ihm. Aber ich möchte nochmal so auf diesen TP-Play von SKT nochmal ein bisschen drauf eingehen. Das zeigt einfach, wie unfassbar gut sie darin sind, irgendwelche Fehler zu punishen. Ja. So, Thresh wirft die Lantern, da wird ein Pinkboard draufgestellt, sodass es schwieriger ist, die zu klicken. Und auf einmal kommt Lux da nicht weg. Ach, hier sehen wir es nochmal. CLG Overextended macht einen Fehler, sofort gepunished. Ja, gehen alle drauf, wie die Geisteskranken. Duke dann mit dem, das ja, mit allem dabei. Aber da muss Hui, da kann man sich nicht auf die Laterne verlassen. Das ist die mit der coolsten Mechanik so im Spiel, wie Thresh einen da retten kann. Aber es ist halt kein Garant. Und gerade nicht für dieses Team. Also dieser schnelle Pink Ward auch. Zwei Wards wurden sogar hingeballert. Und einer hat wirklich ein HP verloren. So. Man kann ja sehen, dass der Versuch da war. Man darf aber nicht vergessen, ist glaube ich, selbst wenn Hui einfach nur geflasht wäre, er wäre ja nicht über die Wand geflasht, sondern er stand ja in der Mitte dieses Busches praktisch. Also er konnte nicht über die Wand flashen. Wäre er einfach geflasht, die wären da hinterher. Ich denke, die hätten ihn trotzdem bekommen. Lulu Speed. Ezreal, dann Nidalee, dann kommt der Trundle Pillar. So ist, ich denke, diese Kombination, also diese Combo ist einfach super, super stark, was Picks holen geht, weil sie einfach super schnell und mobil sind. Aber man muss auch dazu sagen, dass X-Midi nicht weit weg war. Also ein bisschen Zeit erkaufen für die Gragas Ult, die da zum Disney geht, die nutzen können. Also es ist halt übelst schwierig zu sagen, aber es wurde nicht gemacht. Fakt ist, dass die Leute gestorben sind. Hier kam der Kollege sogar nochmal weg. Schönes Flash, um dann den Hook so ein Stück weit zu entkommen. Und hier wurden wir auch Zeuge, Lichbane auf Lulu, ne? Die bolzt den Turret weg. Genau. Turret ist einfach so schnell gefallen und er hatte auch kein Risiko. Er hat seine Geister noch benutzt, um einfach zu gucken, ob denn jemand schon unterwegs ist. Hat er eine riesen Wave da, konnte ohne Probleme rotieren und der Lichbane-Brock, der macht halt auch so viel Schaden am Turret. Mega. Und das ist halt Lulu, ne? Midlaner, ein APler, kaum Items, Level 13, der halt trotzdem ordentlichen Turret pressuren kann. Ja, oha. Hui kriegt aber auch ordentlich Schaden durch den Ezreal. Er hat auch mittlerweile seine Items hier schon langsam fertig. Turm wird genommen und ja, SKT spielt es hier locker und flockig runter. Wissen um ihre Stärken, sagt Turm ist down, ein bisschen getankt, so lange wie es nötig ist. Faker muss ein bisschen auf seinen Mana-Haushalt achten, spammt gerade etwas, aber den Blue Buff, den kriegt er jetzt hier einfach for free.
Sehr schön. Sehr sauber. Ich denke, dieser ganze Play kommt ein bisschen einfach von Fakers unfassbar aggressiver Spielweise und diese kleinen Vorteile, die er sich, die er immer wieder rausholt. Wir haben vorher so ein bisschen gesehen auf der Botlane, da hat er den Turm gepusht. Und das hat er vorher auch schon versucht. Also er ist immer wieder auf die Botlane geroamt, hat da Druck gemacht und ist dann wieder so immer zwischen den Lanes geroamt, während Hui halt einfach nur beschäftigt war, damit die Midlane... Oh, das Meiling hat getroffen. Oh, tschüss. Oh, nein. Er lebt da noch, der hier. Genug Leben wiederhergestellt. Ja. Sixte nicht mit dem Q noch connecten können. Match. Das war ärgerlich. E und Q. Er ist Half-Life. Zack. Ah, die Ultimate konnte wahrscheinlich nicht mehr helfen. Turm wird also trotzdem fallen. Wurf ein bisschen an der Hand. Aber lässt es dann doch sein. Naja. Der Cleanfeed-Leute ist ein bisschen müde. Ja. Das tut mir leid. Der macht da sein Ding. Oh, die Flashes! Aber Glitterland kann kommen. Schön dodgen. Das war gut. Der Sidestep war auch wichtig. Das ist immer eine ganz wichtige Mechanik. Du hast zwar diesen E und diesen Pixie auf deinem Kopf. Das heißt, der Q kommt direkt aus dir quasi raus. Aber wenn du quasi seitlich läufst, fliegt er trotzdem direkt an dir vorbei. Das ist halt eine ganz, ganz wichtige Mechanik. Wenn er da in den Slow reinkommt, wird es wirklich, wirklich knapp. Und man muss auch sagen, bisher, der Souverän, es steht zwar 4-2. Turrets sind ausgeglichen, aber trotzdem 5k Gold-Lead an der Stelle für SKT. Und das spricht einfach dafür, wie souverän und wie kontrolliert sie es halt gerade runterspielen. Sie brauchen keine großartigen Placeforcen, sie nutzen die Fehler aus, wenn sie sie sehen, aber sie wollen halt selber auch kein Risiko eingehen und spielen es halt ganz souverän auf jeder Lane runter. Komm aber trotzdem gerade echt sofort, wenn es ein bisschen viel Gold ist. Die Abstände, klar, zu Nidalee und so sind jetzt gegeben, der Rest ist aber ziemlich identisch. Karl ist auch nochmal so ein Punkt bei Bang, dass er auch nochmal 400 Gold einfach oben drauf gibt. Ich denke, dass das Frostqueens Claim jetzt bestimmt irgendwie schon 1000 Gold extra gemacht hat. Das 1000 jetzt schon? Kann ich mir schon gut vorstellen. Also mit Lulu kannst du das wirklich konstant abbauen. Und wir haben immer wieder gesehen, Faker hat sein W-Spell und sein E-Spell auf sich selbst gemacht, praktisch den Shield gehabt, Tower attacked, Stack abgebaut. Und das hat er immer wieder gemacht. Und so haben sie ja langsam den Midlane-Turm bekommen und gerade mit diesem Lich-Band und so weiter. Ich denke, das darf man nicht unterschätzen. Das hat schon echt sehr, sehr viel Gold generiert. Und er ist ja jetzt, er ist ja fast bei seinem dritten Item. So, Hui hat sein zweites Item gefinisht gerade. Und seine Items sind jetzt, also klar, das Frostqueen Slam ist billiger als das Athens, aber das Rabadons, was jetzt Faker gleich bauen wird, und das Lich Bane sind definitiv teurer als die beiden Items, die Hui hat. Vor allen Dingen, sie kombinieren halt richtig schön miteinander. Diese Maximum AP, die du stackst, gehen halt auch alle auf den Lich Bane Proc hinauf, was halt heißt, dass jeder Auto-Attack auch nochmal wesentlich, wesentlich mehr wehtut von dir und dass du halt auch nochmal wesentlich schneller pressuren kannst. Dazu kommt noch halt, ich gehe stark davon aus, dass Faker wahrscheinlich auch mit der Gold Mastery spielen wird, dass er halt auch noch Passiv-Gold bekommt. Dann ist es auf Range Champions nicht ganz so worth, aber für Lulu ist es halt vollkommen okay. Und auch Trundle haben wir eben gesehen, spielt mit dieser Support Mastery quasi, um einfach für jeden Hit, den er alle paar Sekunden landen kann, nochmal diese 10 extra Gold zu bekommen. Und auch das macht Overtime sehr, sehr viel aus, das darf man nicht mehr überschätzen. Wenn man da eine Minute lang 3-4 Hits immer auf den Gegner rausbekommt, dann hast du auf einmal 40-50 Gold mehr. Das sind nach 10 Minuten sind das auch 500 Gold. So, und dann, wir sind jetzt in der 24. Minute, dann stackt sich da halt auch sehr, sehr viel Gold zusammen. Er hat jetzt schon Rabadons, ne? Ja. Jetzt kommen so die schlimmen Momente. Also, Bang hat auch schon sein Kiosk schon gehabt. Er hat keinen Bock mehr auf die Bindings, hat es auch vor uns kurz geklänzt. Hat jetzt auch, weil sein Kuh dann bald wieder reicht, hat sein Power Spike mit Muramana. Hat jetzt den Kalf verkauft und geht jetzt Richtung Cutlass. Ist eine gute Idee. Blade of Ruin King gegen diese Frontline ist definitiv nützlich. Ja. Ja. Und ja, ist natürlich, weil er Ezreal ist, auch itemtechnisch, plus natürlich die Kills, einfach jetzt erstmal überlegen. Wolf gecatcht, der Schild hält ihn lange am Leben, flasht das mal raus, Geister sind raus, das bedeutet, da muss Faker irgendwo in der Nähe sein. Oh, und jetzt Duke kommt Duke, der nervt in 4 Mann drinnen, bleibt vorsichtig, das finde ich sehr gut. X-Mini geht dann nochmal raus, wieder Versuch mit den Bindings, jetzt kommt doch der Reason Trundle reingekickt, mehr oder weniger. Stativ drinnen, Darshan verabschiedet sich, der ist mal 2 weggeballert. Das war ein sehr vorsichtiger Kampf. Aber du merkst langsam, wie aggressiv, eklig Trundle wird. Er fliegt in 5 Mann rein und kommt da halt lebendig raus. Und man muss halt sagen, er hat noch nicht großartig was, gerade was Magic Resist angeht. Er hat vielleicht einen Spektralmantel bisher gebaut. Ansonsten hat er bloß ein bisschen Armor auf dem Iceborn. Das wird noch viel ekliger werden. Er kann durch seine Ultimate diese Resistenzen einfach schon so passiv quasi aufbauen, indem er einfach entweder Gragas oder Poppy ultimatet, kriegt dadurch noch gut Life wieder und dann überlebt er das auch im Weichen. Und wir haben gerade gesehen, der Pillar alleine, wie viel Flashes der da gerade quasi gekostet hat. Das wird unglaublich unangenehm werden. Sind aber auch langsam und lange Fights, das muss man auch nochmal dazu sagen. Was natürlich dir möglich trotzdem dem Team wegzukommen, aber SKT ist quasi egal. Sie haben jetzt den Turret-Ausgleich geschafft und wollen natürlich jetzt noch mehr.
Faker? Oh. Alles klar. Also 1 gegen 1 würde Faker gewinnen. Auf jeden Fall. Ja, auf Dauer ja. Also mit dem Bild auf jeden Fall. Ja. Ohne Selbstspielen wäre es schwieriger geworden. Oder länger. Aber hier, hallo. Zack. Versuchen jetzt zu erwischen, aber ja, Engage da. Ja, ziemlich früh geultet, muss ich sagen. Wo man sagen muss, also hier hat man gerade den Burst-Kommer gesehen. Das ist eine Lulu, die hat einfach innerhalb von einer Sekunde etwa 1000 Schaden an der Poppy gemacht. So, E-Auto-Attack-Q, das Lichtspiel wird geprockt, das Thunderlords wird geprockt und da kommt ordentlich Damage zustande. Also das darf man nicht unterschätzen. Mit diesem Item-Bild auf jeden Fall mehr als genug Schaden. Und ja, die Ulti hat natürlich auch sehr, sehr wenig Cooldown. Das muss man, ja, er kann es ruhig spammen. Es kommt jetzt nicht ans Lux-Level ran. Genau. Aber ein bisschen schon. Zero Portal, zack, da ist es. Wollte ich gerade drauf eingehen. Nix mit, die hat sich das gegönnt. Gibt natürlich ganz gute Base-Stats, ganz gute Resistenzwerte. Oh, Afro-Moon. Oh Gott, wurde der schnell vernichtet. Keine Chance. Gegen zwei Mann willst du da nicht lange fighten. Hui, extrem vorsichtig. Er hat das Binding gemisst und er hat halt quasi einen gebufften Bang die ganze Zeit neben sich. Lulu, die ist auch noch da. Ich denke, der Flash war gar nicht so ungerechtfertigt, dass er da Angst hatte, dass man wirklich für einen Tower Dive geht. Er war selber geslowed von den Geistern, das heißt, ein Lulu-Follow-Up wäre auch durchaus drin gewesen. Sehr vorsichtig, aber ich denke trotzdem sehr, sehr richtig reagiert. Jetzt kommt aber der große Vorteil. Wenn CLG die Gegner unter Druck setzen kann, das Zero Portal pusht. Na, die Viechter, man kann es auf der Karte sehen, da sind jetzt schon einige. Und dieser Turm wird bereits gepinkt von SKT. Der muss verteidigt werden. Nidalee schickt man jetzt dahin und das ist guter Schaden. Also CLG verteilt schon den Druck auf der Karte ganz gut und versucht halt einfach zu halten. Aber der Gold-Nachteil, der wird halt immer größer. Das ist unangenehm. Und irgendwann haben wir halt den Hyper-Ezreal so und das ist halt auch... Ja. Ist jetzt nicht ganz so stark wie ein Hyperlution oder Maximum nervig. Ja, so. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Also das darf man nicht unterschätzen. Also ich habe das vorhin ein bisschen schlecht geredet vielleicht, aber im Vergleich zu den anderen ist es natürlich nicht so stark, aber es ist immer noch super krass. Ja. Das ist, was ich vorhin sagen wollte, das ist vielleicht nicht so ganz typisch. Es kommt natürlich ein bisschen drauf an, was so das Champion-Design ist. Und ich finde, Ezreal ist halt wirklich einfach nur der konstanten Schaden so ein bisschen reinbringt, einfach nur mobil ist. Und ja, die Stärke ist halt das Nerven. Und wenn du das noch weiter quasi verstärkst mit der Lulu, dann ist das. Dann bleibt man dem Konzept so ein Stück weit treu. Wobei wir wahrscheinlich alle lieber einen Hypercarry sehen neben der Lulu. Ja. Aber SKT zieht's durch, macht ihr Ding. Blade to Ruin King wird, denke ich, für den guten Bang bald fertig sein. Und dann kann man auch vielleicht genau auf solche Objekte langsam sich stürzen, weil der Schaden dann stimmt. Was man auch sagen muss, der Vorteil, den der Ezreal hat, ist, dass man mit Lulu kann man unfassbar gut Sachen forcen, weil sie halt einfach, sie hat diese Speed-Ups, sie hat unfassbar viel Protection, aber auch selbst relativ viel Damage, gerade mit diesem Item-Bild, den Faker fährt. Und wenn man dann solche Power-Spikes hat, wie man sie jetzt vielleicht mit dem Corki haben würde, oder halt mit dem Ezreal eben genau diese beiden Items, die er hatte, das ist, wovon ich geredet habe. Wie ich schon sagt, wenn du diese Power Spikes hast, kannst du die auch wirklich komplett durchforcen und so viele Türme nehmen, so viel Pressure auf die Map machen und das macht halt SKT. So, SKT weiß halt ganz genau, wir müssen jetzt nicht irgendwelche Dinge forcen, wir nehmen einfach, wir wissen genau, wenn wir diese Power Spikes haben oder wenn wir in dieser Situation pushen können oder sonst was, dann können wir das mal vernehmen. Oh, jetzt nur Faker Punish Stock. Afro hat ihn noch getroffen, der ist down. Ganz wichtig, natürlich viel Ressourcenverbrauch. Jetzt kommt gleich der nächste. Man sieht es, der Engage von CLG ist nicht schlecht. Der hat eine gewisse Wucht. Aber Faker war auch hier. auch super weit vorne, muss man auch dazu sagen. Er hat eine sehr, sehr aggressive Art und Weise zu spielen. Aber da war es eindeutig zu aggressiv, wenn er da sogar noch in der Turret läuft. Er wollte ihn nehmen. Man hat gesehen, er hat immer Stück für Stück sich da rangewagt. Oh, Stixi, die Laterne wären Bait gewesen. Afro muss sofort aufgeplatzt wie eine Melone. Keine Chance für ihn. Bang, der ist natürlich hier im God-Mode. Macht was. Oh mein Gott, Stixi schon wieder. In die Ulti hinein, Turret ist down. SKT pusht nun weiter. Können natürlich übelst viel Druck aufbauen. Diesen Trundle. Gott, oh Gott, keine Chance. Bangs, Schaden unnatürlich hoch. Zack. Schöner Disengage, aber er hat den Damage-Dealer noch da gelassen. Triple Kill für ihn. Bangs on the run. Ha, der Unterschied, er hat Mana, Leute. Seht ihr das? Auch nach dem Engage noch die Hälfte. Er hat auch einen Buffer. Und das muss man sagen, ja, das ist richtig. Aber der hat auch dann gefightet wie ein Blöder. Jetzt natürlich die Möglichkeit, weiter zu pushen. Wir haben Fresh, der jetzt erst wieder abkommt. Das wird richtig, richtig knapp. Ja, Faker TP'd mit der Lulu. Der Lichtschaden ist so hoch. Eine Aktion ist over. Das ist genau, wovon wir bei Korea geredet haben. Sie punishen einen Fehler und das Game ist over. GGWP, also SKT hier gnadenlos. Somit den ersten Sieg errungen und vor allen Dingen damit die Möglichkeit, schon in der, ja, in das Winner-Match quasi einzuziehen. Sehr, sehr schön. Wir haben damit gerechnet. Ich habe das Gefühl aber gehabt, dass CLG lange durchgehalten hat. Aber SKT ist einfach auf einem ruhigen Level 6-mal besser.
Ich meine, sie haben hier und da ein, zwei, drei Catches bekommen, aber diese Catches haben halt nie zu irgendwas geführt. Das waren halt Catches, die Single waren und du hast nie irgendwie die Gelegenheit bekommen, Objective zu bekommen. Sie haben ganz am Anfang, haben sie für ihren eigenen Tod quasi diesen Botlane-Turret noch holen können und ab da war Feierabend. Sie haben nicht ein Objective mehr pressuren können, sie sind nicht mehr nach vorne gekommen und Faker hat das auch sehr souverän gespielt, muss man sagen. Er hat jetzt auch ein bisschen overextended, das muss man dazu sagen. Also er hat sich perfekt gespielt. Aber du hast erwähnt, keine Folgen. Aber keine Folgen. Das ist halt der Punkt. Folge war, sie haben gewonnen. Hat alles ohne Folgen gespielt. Sie standen halt auch immer, da ist der Unterschied. Sie haben immer Druck gemacht und standen immer beim Gegner in der Hälfte. Und selbst wenn du in der eigenen Hälfte Catch bekommst, ist es halt unwahrscheinlicher, dass du irgendwas draus ziehen kannst, wenn es nur einer ist. Weil du brauchst ja alleine schon 20, 30 Sekunden, bis du beim nächsten Turret bist. Bis dahin ist Lulu in 10 Sekunden wieder da. Dann kommt das TP wie eben rein. Und dann ist halt Feierabend. Und diese Kombination, die wir einfach gesehen haben, der Trundle Pillar, der war so unheimlich stark. Ja. Wir haben Huhi gesehen, der einfach nicht mehr weggekommen ist. Der stand unter dem Turret, der Junge, war so geslowed, dass halt quasi Ezreal einfach Skillshot nach Skillshot landen konnte, bis er halt irgendwann All-In konnte. Und da war es dann einfach schon zu spät. Man hat auch ein bisschen spät disengaged, muss man dazu sagen, weil man einfach nicht damit gerechnet hat, dass jetzt so viel Follow-Up kommt. Und das hat SKT halt genau in den Grenzen gespielt und hat halt alles ausgereizt. Und das hat dazu geführt, dass sie quasi im Endeffekt wirklich aus einem so einen Fehler oder mehreren Fehlern am Stück waren. Sie haben im Endeffekt gleich den Sieg herausziehen konnten. Kein der große Unterschied, was passiert, wenn ein 3-Item Ezreal genau auf die Power-Spikes abspielt. Ne? Genau. Gerade das Blade fertig, mit Lulu natürlich, einen ganz guten Boost erfahren und dann geht er rein und tötet alle Pfade. Oder hat der Mana, meine Freunde. Bei mir Engage zumindest. Ja. Ja, Blue Buff heilt ja auch, aber Blue Buff heilt, finde ich, ja, eher konstant. Und er geht halt voll da rein, QQ, tot. Schön! Ja, gefällt mir gut. So kann man ein Spiel bilderbuchmäßig runterspielen, wobei CLG am Anfang wirklich viele Turrets gekriegt hat. Wir machen jetzt aber eine kurze Pause. 3 Minuten wird das Ganze ungefähr dauern, auch wenn der Timer zuerst 7 sagt. Keine Sorge, ich stelle das mal runter. Und dann analysieren wir das Spiel so ein kleines bisschen, bevor wir dann in die nächste Begegnung gehen. Bis gleich. So Leute, wir gehen mal ganz kurz ins Faker-Interview rein.
As we went into the late game, I think our picks were a little bit stronger. Tut mir leid, dass jetzt ein bisschen Pause ist, aber. And that is a great first victory here on the stage. You guys chose to come here with Blank. We've heard of the issues and probably why Bengi isn't here. How was it the first game with him and the first experience on the stage? 일단 선구가 최근에 좀 로이 챔스에서는 안 좋은 모습을 보였기 때문에 이번에 어떻게 될지 몰랐었는데 이번에는 그때와 다르게 좀 더 긴장하지 않는 모습을 보여서 저희 팀이 로이 챔스 때보다 더 강력해진 것 같아요. He said, Blank, when playing in Champions in Korea, he hasn't really shown great results. But, you know, so he was a little worried coming in here. Perhaps Blank won't play as well. But it feels like he's less nervous while he's on this stage. And he did very well. He's happy with that. Oh, good first game. The last time I talked to you, Faker, was after you lifted the cup and won the World Championship over in Berlin. A lot has changed for your team. What's your general feeling on how your team has been doing so far and how your synergy is? 일단 제가 팀이 변하는 거를 몇 번 겪어봤기 때문에 이렇게 변하더라도 어느덧 나중에는 좀 좋은 모습을 보일 거라고 생각하는데 일단 지금 저희 상태가 좀 로이챔스의 상태로는 다음 롤드컵에 못 나갈 것 같아서 좀 이번에는 1위 멤버로 좀 나갈 수 있게 노력해야 될 것 같아요. He said, I've been through a lot of team changes before, and you know, so I know how to adjust to them. Right now, we're not doing very well in Champions. I don't think we're going to make it to Worlds this year. But, you know, whatever it is, he hopes that they're able to keep this team roster and just work harder and show better results. I would like to ask a follow-up to that. That is a big statement coming from the current world champion to say that you might not make it to the World Championship. Could you tell us a little more? 한국에 너무 잘하는 팀이 많아서 저희가 지금 상태로는 못 갈 것 같은데 아마 제 예상대로는 올해도 나갈 수 있지 않을까 생각해요. All right, he said, well, right now I don't think we're going to be able to make it to Worlds. Okay. But, you know, there's too many good Korean teams at the moment. But in the condition that they are right now, he doesn't feel that they're going to make it. But perhaps as they work on towards the next season, they might be able to at least, you know, be a part of it. Yeah, this tournament can of course also help. We saw TSM yesterday growing throughout a whole day of games. Mata said after them making it to the semifinals that he would love to play you guys. What do you think of that possible matchup? 저희가 로얄이랑 Lassen wir jetzt das Interview by the way für euch so ein Stück weit laufen auch, weil wir hören ja selber zu, wenn es gerade interessant. 만나고 싶었다고 했던 것 같고 저도 사실 언젠가 만날 적이라고 생각하는데 왜냐면 좀 잘한다고 생각해서 그때 만나면 아마 저희가 이기지 않을까 생각해요. He said, I think Mata said that because we've been kind of playing against them and practicing a lot together. And, you know, I think it would be good because I think Mata's a very good player and I would like to play against him. But I think if we did meet later on, we'll probably beat them. All right, well, we will see. Thank you very much, Faker. Congratulations, that first victory from SKT and some very interesting statements from the man himself. Back over to you guys. Thank you very much, Shox. Congrats to Faker and SKT. We'll talk about their statements in a moment or two. Zack, Schweig, Quickshot. Hätte das RIP? Ist nicht schlimm. Ja. Lustige Aussagen, ne? Also, was heißt lustig, sondern ich finde es halt sehr selbstkritisch. Also wirklich meint, okay, wir sind jetzt auf dem Level. Gerade weil wir haben es ja vorher erwähnt in der Analyse, dass die eigene Liga gerade so ein bisschen bei denen schwankt. Und das auch sagt, Worlds. Vor allem, wenn man eigentlich gar nicht so kennt, sonst ist er immer so selbstbewusst und sagt, ja, die sind gut, er zeigt immer Respekt, gerade wenn er gegen den spielt. Genau, er ist sehr, sehr, sehr bescheiden, aber er sagt trotzdem, er ist immer sehr, sehr selbstrealistisch und sagt, ja, wir schaffen das zu den Worlds, wir werden unser Bestes geben und ich denke, wir haben zumindest gute Chancen, da zu bestehen. Ich finde das ein sehr, sehr hartes Statement, dass er sagt, dass sie es eventuell wirklich gar nicht zu den Worlds schaffen und dass sie quasi damit ja auch aus den Top-Teams von Korea rausfallen sollten. Das ist halt schon ein sehr, sehr krasses Statement. Man muss ja auch den Qualifier so ein Stück weit bedenken, dass es ja diese Teams schwerer haben. Obwohl sie vielleicht viele NA-Teams, die sich qualifizieren, schlagen könnten, ist die koreanische Liga trotzdem an dieselben Regeln gebunden. Es kommen halt genau 4 Teams oder sowas, nur pro Nation, oder nee, 3 Teams, Entschuldigung, ja. Pro Nation weiter und die anderen, die Platz 4, 5, 6 werden wahrscheinlich trotzdem noch viele Europäer easy schlagen, wenn man bedenkt, dass Challenger Series Teams das auch können. Also koreanische Challenger Series Teams. Trotzdem war es eine sehr gute, sehr saubere Leistung. CLG hat ein gutes Play gezeigt. Defisio hat auf Twitter gepostet, dass trotzdem SKT den Lane-Swap
und auch diese Turret-Abfolge relativ schlecht gespielt hat im Vergleich. Ja. Das hat man auch daran gesehen, dass sie zwar den einen Kill abgegeben haben oben, aber sofort der T2-Turret unten gefallen ist. Was halt dafür spricht, dass sie eine sehr, sehr gute Wave-Manipulation hatten und dadurch halt sehr, sehr schnell reagieren konnten. Und das ist natürlich immer schön. Du gibst zwar einen Kill ab, aber so ein Turret ist im Early halt doch mehr wert als ein Kill, den du an der Stelle abgibst. Und man hat halt beide TPs gleichzeitig bekommen, hat selber den TP-Vorteil gehabt. Das heißt, Poppy konnte halt in dem Moment gerade mit runterporten. Und das war halt eine Vorteilsituation, so wie du sie ausnutzen möchtest. Und das haben sie halt da an der Stelle auch perfekt umgesetzt. Du bist einfach so dieser schleichende Prozess, immer mehr Gold und immer mehr Gold für SKT. Auch halt durch diese Gold-Items, durch die Gold-Passiven und so weiter, die sich da zusammengetragen haben. Ich glaube, das war der große Unterschied. Plus halt die guten Aktionen, die sie einfach ausgenutzt haben. Ne? Bei SKT, du siehst oftmals einfach, man muss schon sagen, brillante Taktiken. Ne? Wort, die vorausschauend gestellt wird mit so einem TP-Gank. Wir sehen oftmals eigentlich auf der Botlane, dass sehr, sehr früh so Deep-Wards gestellt werden, um damit Teleport-Ganks zu agieren. Diesmal war es in der Midlane. Und damit konnte man halt einen Lux, die viel zu tief stand, super gut bestrafen. Und da hat halt die ganze Geschichte angefangen, sich halt zu so einem langsam Schneeball zu entwickeln. Ne? Keiner hat mehr eine Chance gehabt, Lulu irgendwie im 1v1 zu stoppen. Man kann es auch verstehen. So, man hat den toxischen Schaden wirklich gesehen gegen Lux. Ne? Du, als Lux, wenn die Lulu einen Speedbuff hat, da kannst du halt kein Binding treffen. So, wenn du ein Binding triffst, dann ist es schon extrem RIP. Da an Aphromo muss ich auch nochmal sagen, Aphromo hat ein schönes Game gehabt. Da waren echt ein paar Hooks dabei, die waren richtig stark. Ne? Auf Faker der Hook, genauso ganz am Anfang der Hook auf Duke, die da wirklich zwei Kills sichern konnten. Aber wir haben es vorhin schon gesagt, die allgemeine Map-Pressure hat einfach nicht ausgereicht, um diese Kills in irgendwas umzuwandeln. Und da hast du halt ein Problem. Weil es geht im Endeffekt ja bei League of Legends nicht um die Kills, sondern eigentlich stehen die Objectives im Vordergrund. Und deshalb willst du die direkt danach forcieren. Und das konnten sie halt nicht machen. Und da lag halt irgendwann quasi der Untergang für sie. Wobei ich also, ich möchte nochmal ein bisschen auf diese Early Lane-Swap Sache gekommen. Ich fand hier übrigens den Madlife von Aphromo sehr schön. Dass er den vielleicht so predicted hat. Ja, ja, das war echt gut. Aber wie gesagt, ich möchte nochmal auf diesen Early Lane Swap, wo CLG einen Turm mehr bekommen hat, ein bisschen drauf eingehen, weil ich das Gefühl hatte, dass SKT gar nicht so viel davon verloren hatte. Also klar, CLG hatte mehr Türme in dem Moment dann letzten Endes bekommen, aber overall, wenn man mal diese Abfolge von Plays nacheinander sich anguckt, hat man einfach so der Grund, warum dieser TP-Vorteil entstanden ist. Ezreal hat einen Kill bekommen auf die Poppy, da alle TPs wurden halt geforst, gleichzeitig gekommen. Und dadurch hat man halt einen kleinen, also dadurch hat halt Ezreal einen super Vorteil bekommen. So, Ezreal hat sehr viel Gold bekommen, er hat diesen ganzen Farm gekriegt, er hat einen Kill bekommen und konnte dann auch weiter pushen bis zum Tier 2 Turm auf der Toplane. Hat dann super, super viel Gold bekommen, immer wieder. Und hier sieht man eben noch die Situation, da läuft diese riesige Wave in den Turm, der Großteil davon stirbt. Und in der Zeit hat zwar Poppy Botlane diesen TP geforst und halt benutzt, um den Turm zu kriegen. Und in der Zeit aber hat Ezreal so viel Farm bekommen. Lucian hat zwar gleich viel, aber ich denke, das hat Ezreal sehr, sehr viel gebracht, dass er halt einfach so lange free farmen konnte, weil davor war er behind. Und er konnte dadurch schneller scalen. So, er hatte sein Tier of the Goddess Bild, hat er unfassbar schnell beschleunigt. Und auf der anderen Seite hatte Darshan halt ein bisschen was verloren dadurch. Und in diesem Matchup gegen Trundle, ja, das ist ein Trundle, der zerlegt dich so oder so. Du hast da große Probleme. Du darfst an der Stelle auch nicht vergessen, da sind auch zwei Waves in den Botlane-Turret reingelaufen, während sie ihn quasi belagert haben, als der TP kam. Und sie konnten halt auch Trundle komplett backzonen. Also auch Trundle hat sehr viel Farm verloren und Poppy hat halt oben auch durch diesen, dadurch, dass er schnell weggegangen ist, auch sehr viel noch von der großen Wave bekommen. Also ich glaube, der Unterschied von den Waves her ist minimalistisch. Das, was natürlich wichtig ist, dass wirklich Ezreal den Vorsprung bekommt. Da gebe ich dir recht. Für Ezreal war es super worth an der Stelle. Wir haben auch gesehen, Ezreal ist nach vorne gekommen bei den drei Items. Der ist komplett ausgerastet. Ja, der hat ja noch den Kill. Genau. Das sind 300 Kill, Gold. Karl, Träne in aller Ruhe oder in relativer Ruhe und dann halt noch die Farmgeschichte. Du bist schon als Ezreal mit dem Itembild im Vorteil. Das kostet alles 2,7 oder so. Und 1000 Gold weniger quasi als die Durchschnittsitems von Lucian. Also, dieser ganze zusammenhängende Play war zwar letzten Endes gesamtgoldtechnisch schlechter für SKT, aber Ezreal ist dadurch richtig schön ins Rollen gekommen. Und dieser Catch, der dann auf Trundle gekommen ist, mit der Hook und so weiter, der hatte mit diesem Play nicht wirklich zu tun. Das war einfach nur die Hook. Das war so, separat, das, ja. Genau. Das war auch später, glaube ich, erst. Ne? Das war kurz nachdem sie den Turret irgendwann genommen hat. Ansonsten wäre nämlich Trundle da noch weiter ahead gekommen. Wäre. Aber trotzdem nichts, hat er halt immer noch den Vorteil. So mit der Tank Hydra, er kann irgendwie die Poppy, meine ich, ziemlich hart verprügeln. Und so ist dieser ganze Schneeball auch durch diese Situation, wo CLG eigentlich einen Vorteil bekommen hat, insgesamt gesehen,
ins Rollen gekommen für Bang alleine. Und ja, Bang ist komplett ausgerastet. Wir hatten zwar Faker, der mit Lulu super viel Pressure auf die ganze Map gemacht hat, aber Bang hat die ganze Zeit Freefarm bekommen und ist dann komplett ausgerastet im letzten Teamfight. Faker wurde gecatcht, egal. Bang carried das locker. Drei Items, QSS. Ja. Du hast keine Chance, mehr in S-Field ranzukommen und er ist halt trotzdem noch so mobil. Du hast einen Pillar, der die Gegner alle immobilisiert. Und er hat halt so, da ist die Aktion gleich, die wir uns anschauen und am Tür. Genau, hier. Einfach. Bang also Faker hat immer noch tot, ne, wurde immer noch gecatcht, aber Bang hat erstmal Afro-Move abgeholt. Das war natürlich zwei Ultimates, muss man sagen. Ne? Zwei sind Snipe-Ultimates da an der Stelle auf Sticks, ey, der hat jedes Mal reingedasht ist. Und jetzt sehen wir es halt. Der Pillar steht dazwischen, Hui kommt einfach nicht weg. Kassiert halt ein Spell nach dem anderen und jetzt kann man halt noch rübergehen. Da schon wirkt auch nicht wirklich tanky gegen den Bang, der sein Blade fertig hat. Und selbst die Tanks holt er halt ohne Probleme ab. Er ist halt an der Stelle schon so weit ahead. Ja, und ohne die, selbst ohne die Lulu ist er so stark. So vorhin hat man das so ein bisschen gesehen, er wurde von Lulu gebufft und hat dann super viel Schaden gemacht. Aber ohne die Lulu ist er genauso stark. Oder halt fast genauso stark. Man muss aber dazu sagen, es war auch fast jedes Mal der Heal von Nidalee drauf. Er hat ja diese leicht roten, rot leuchtenden Hände und das ist halt brutal viel Attack-Speed. Und das ist im Prinzip das, was Ezreal richtig fehlt, um einen gewissen Hyper-Carry-Status zu erlangen. Er kriegt durch die Passive was. Ich finde, viele unterschätzen das auch. Aber er hat halt Passive 50% und weiß nicht, wie viele Punkte da im Heal waren. Welches Level hatte er denn da am Ende gehabt als Nidalee? Aber du hast halt vergessen, Ezreal hat in seinem Kit halt kein Item drin, das ihm Attack-Speed gibt, abgesehen von dem Blade jetzt, was er ganz zum Schluss gebaut hat. Ja, also er muss es wirklich von anderen kriegen oder aus seiner Passive rausholen. Ja, der war schon Level 14. Ja. Also da kriegst du von Nidalee auch deine 60% oder so, weil es halt RIP. Du bist kein Kog'Maw jetzt, aber du bist halt trotzdem sehr, 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 sehr kräftig. Machst super viel Schaden. Richtig. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen euch quasi jetzt auch super viel Schaden, indem wir die Werbung zeigen. Ja, eine Rotation muss ab und zu mal sein. Und danach sehen wir uns so zügig wieder. Wie gesagt, wir wollen eigentlich euch so wenig wie möglich auf dem Trocknen lassen, sondern sowas diskutieren. Wir versuchen es auch, dass wir den Replay so gut wie es geht. Wie gesagt, Manpower ist heute von der schieren Anzahl ein bisschen gering, aber ist okay.